25. April 2015, Oschersleben. Die Saison der DTC 2015 beginnt hier jetzt. Wir sind mitten im Qualifying, das Rennen ist gerade gestoppt. Wir schauen, was heute noch so passiert. Bis dann. Die sind ja rausgefahren bereits, die Boxer-Crew. Der muss irgendwo abgeflogen sein. Wer ist abgeflogen? Der Renner, der Schweizer. Das ist der... Wie heißt der? Vukovic? Ja, Vukovic, genau. Ah. Ja. Okay, den hat es zerlegt auf der Strecke? Wahrscheinlich, irgendwas muss sein. Tja, das sieht mal richtig beschissen aus. Da gab es einen großen Unfall bei Herrn Vukovic. Uwe, was meinst du? Nachher beim Rennen? Ich glaube, es sieht nicht so gut aus, ne? Der wird nicht fertig. Das ist ein bisschen viel. Zelle steht zwar sehr gut, meiste sind auch Schraubteile, aber hier vorne am Längsträger haben wir ein bisschen Probleme. Und insbesondere hinten das ganze Radhaus. Muss man gucken, also den kriegt er nicht fertig. Sonntag ist auch? Glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er die Teile alle dabei hat. Ja. Okay, tja. Ich glaube, dann sehen wir Herrn Vukovic das nächste Mal in Zolder. Schade. Uwe, ich danke dir. Bitte, bitte. Marcel, die Karren stehen alle da hinten. Qualifying ist durch. Ja, Pole Position in der Division 1 hat Frederik Lestrup. Überraschend, weil das erste Mal in dem Auto. Ist, glaube ich, keinen Meter vorher gefahren. Platz 2 ist Heiko Hammel, der Vorjahresmeister. Und Platz 3 ist meiner Meinung nach Kai Jordan. Okay, das war Division 1. Wir haben schon mitbekommen, hier bei Vukovic sieht es nicht gut aus. Gibt es noch andere Verluste zu beklagen vor dem ersten Rennen heute am Samstag? Soweit ich mitbekommen habe, hat Kai Jordan jetzt in der letzten Runde einen Motorschaden erlitten. Die Jungs sind jetzt schon am Schrauben, soweit ich das weiß. Also Saisonauftakt 2015 ist auf jeden Fall schon mal einiges los. Bleibt dran, bis später.